Hi Leute und willkommen bei die Lizzie packt aus, einem immer noch relativ neuen Unboxing-Projekt auf meinem Kanal. Passend zum Release der Dead Island Remastered-Version habe ich mir überlegt, einfach mal die US-Collectors-Edition von Dead Island Riptide auszupacken. Hatte vorgehabt, dieses Video bereits am Wochenende aufzunehmen, aber war auf der RPC in Köln, Europas größter Fantasy-Messe. Genau. Hatte halt einfach keine Zeit und deswegen wird dieses Video an einem dunklen Montag aufgenommen. Aber man müsste ja dennoch alles erkennen können, obwohl draußen etwas dunkel ist, ja. Müsste das ja eigentlich passen mit, von der Kameraqualität her. Naja, die Remastered-Version kann eigentlich weg, ne? Weil, ja, was gibt's hier auszupacken, ne? Außer Dead Island Riptide. Interessiert halt keinen, ne? Deswegen kommt das jetzt erstmal weg. Und wir packen die US Collectors Edition von Dead Island Riptide aus. Ja, also die Rückseite können wir eigentlich komplett überlesen, weil ich würde sagen, dass wir sofort zum Inhalt kommen. Ich werde das mal wieder wegpacken. Also, mit dabei ist ein Dead Island Riptide Reisekoffer, den man auch sehr, sehr gut. Moment, ich muss mal kurz die Kamera hier etwas ja, zurücksetzen. Ist gar nicht so einfach hier, das aufzunehmen. Also etwas Größeres aufzunehmen, vom Winkel her. Ja, ein Dead Island Riptide Reisekoffer ist mit dabei, der meiner Meinung nach auch sehr hochwertig verarbeitet ist. Den kann man auch mal gut mitnehmen auf eine ja, kleinere Reise. Und den. Der ist auch, also er wiegt auch so viel, dass man damit jemanden eine überziehen könnte, wenn es denn sein muss. Tolle Aufkleber sind hier drauf. Ich würde sagen, wir öffnen das Ganze hier mal. Wie funktioniert das hier? So. Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, ob das hier alles im Bild war. Wo war denn jetzt hier der Anfang vom Ende? So rum. So. Das kommt erstmal weg. Plastikmüll. So, weg damit. Also, wir haben hier mit dabei, mal gucken, hält das so? Kann man das so sehen? Ist etwas verpixelt. Also, mit dabei ist eine Zombie-Figur von Dead Island. Hier wackelt auch. Oh, okay. Ja, hat zu sehr gewackelt. Jetzt ist die Figur umgefallen. Naja, mal gucken, ob man das hier erkennen kann. Na, das ist noch etwas verpixelt, immer noch verpixelt, immer noch zu sehr verpixelt. Was ist denn hier los heute mit der Kamera? Ah, okay. Nee, wieder verpixelt. So, naja, eine, ja, Zombie-Wackelfigur, wie man sehen kann, ist mit dabei. Und was haben wir denn hier noch? Dann haben wir hier noch einen Bieröffner in Form einer, ja, abgehackten Hand. Ich lege das mal kurz hier so hin und werde mal kurz die Kamera nehmen und einfach, ach nee, ich packe das einfach hier drauf. So, ist immer noch verpixelt und immer noch, okay, ja, jetzt wird es so langsam. Auf der Rückseite ist auch noch ein Magnet dabei, also kann man auch einfach irgendwo ja, am Kühlschrank oder so dran packen. Hält auch. So, weg damit. Dann ist hier noch ein Anhänger dabei. Mit einem Key für ein Hotel ja, bei Dead Island Riptide. Oder was auch immer. Ich werde mal ganz kurz die Kamera wieder ablegen. Das ist mir hier doch etwas zu heikel. So. Dann, ja gut, der Anhänger ist mit dabei. Ne? Was haben wir denn hier noch? Ja gut, die Figur. Der Dosen, ja, der Bieröffner ist mit dabei, der Koffer. Und das war eigentlich alles. Ich habe damals, wie viel habe ich dafür bezahlt? 100 oder 120 Euro. Ist halt, ja, eine US-Edition, die ist halt importiert worden, ne? Deswegen auch der sehr hohe Preis. Ja, das war ein relativ kurzes Unboxing-Video mit sehr wenig Inhalt und mal wieder sehr verplant, ne? Mau. Hab mal wieder komplett den Faden verloren und würde sagen, das war's dann erstmal hier von mir. Ihr könnt mir gerne einen Kommentar hinterlassen, wenn ihr irgendwie Fragen habt, jetzt zur Dead Island Remastered Version oder zur US Collectors Edition oder wenn ihr selbst eine der vielen Editionen von Dead Island habt, ne? Werde im nächsten Unboxing-Video etwas verlosen, aber darauf werde ich auch erst im nächsten Video drauf eingehen. Mau.
Ja, wieso Mau? Keine Ahnung. Ich habe immer noch den Faden verloren und würde sagen, ja, würde immer noch sagen, dass das Video jetzt hier ein Ende nimmt. Hoffe doch sehr, dass euch das Video, obwohl es doch etwas teilweise sehr verpixelt war, dennoch gefallen hat. Und würde sagen, dass wir uns dann im nächsten Video wieder hören. Also, bis dann, eure Lissy.